Moinsen, Mahlzeit und hallo. Grüße euch mal wieder zu einer neuen Folge von Yuppie zockt Far Cry 5. Ja, und was ich heute mache, weiß ich noch nicht. Ich werde erstmal hier so ein bisschen durch den Wald laufen. Vielleicht treffe ich ja ein paar wilde Tiere. Und für den Fall, dass ihr es noch nicht gemacht habt, vergesst natürlich nicht den Daumen nach oben. Könnt ihr jetzt sofort direkt schon mal machen. Und natürlich das Abo. Ja, und dann denke ich, legen wir doch einfach mal los, dass ich hier so ein bisschen durch die Gegend sprinte. Da war irgendwie ein... Oh, ein Tier, ein Wolf. Den habe ich, oder? Jo. Yes, Wolfshaut. Uhu, ich bin reich. Also jetzt nicht wegen der Wolfshaut. Ja, und auch sonst eigentlich nicht. Oh, gehäutete Wölfe. Wolfe, yay. Ja, was man so alles feiern kann. Okay, ich dachte, hier könnte ich vielleicht meinen Fallschirm auspacken. Nee, wird nix. Nee, das wird nix. Schade. Ja, das Schöne ist, wenn man hier so ein bisschen lauscht, hört man manchmal Tiere. Da. Ah, daneben. Ich glaube, das war nix. Ja, ist es da? Jo. Okay. Das ist ein Hirsch. Ja, Hirsch. Und ich habe einen neuen Köder. Yay! Und für alle von euch, die denken, es passiert heute nichts Spannendes mehr, ich werde garantiert gleich noch irgendwas Spannendes erleben. Oh, Wölfe, Hunde, irgendwie sowas ist hier. Oh, da vorne rennt ein Tier. Wahrscheinlich ein Wolf. Ah, wo ist das Vieh? Hm. Oh, da ist er. Der Wolf. Hallo Wolfi. Geht doch. Ja, so einfach kann's klappen. So, da oben haben wir... Oh, Menschen. Ich bin nicht mehr in der Einöde. Yay! Ja, da oben ist wahrscheinlich... Was? Okay. Mans Haus ist eine richtige Festung. Wenn ich Hilfe benötigte, würde ich dahin gehen. Sieh dort mal vorbei. Vielleicht können sie Unterstützung brauchen. Okay. Wer auch immer das ist. Ah, Herc! Kein John, kein Bunker. Und dafür haben wir dir zu danken. Ja. Erst pinkelt sie sich ein und dann dankt sie mir. Das Moorhuhn zu schützen. Das Moorhuhn? Oh. Na, gibt's hier was zu looten? MP? Muni? Sonst nichts. Und auch sonst keine Ente. Hm. Okay. Keine Tiere. Ein Boot. Ja, man merkt schon, irgendwie ist hier nicht mehr viel los. Seit der gute John von uns gegangen ist. Na, voll. Okay. Ich könnte mir so ein bisschen was mal herstellen, dann könnte ich danach dann einfach auch ein bisschen Sachen wieder looten. Ja, das ist voll. Oh, Heimwerker. Schnaps herstellen, ja. Schnaps kann man nie zu viel im Haus haben. Gut, im Rucksack vielleicht ein bisschen überflüssig, aber so, jetzt kann ich hier nämlich auch Sachen nehmen. Ich habe immer noch nicht das Sammel ein, krieg zwei Ding. Ich weiß nicht, wie es gerade heißt. Ist halt so ein, ja,
Perk, was man sich auch mit im Skilltree freischalten kann. Nicht gegen die Bäume laufen. Hallo Angler. Naja, schade, dass wir alles kaputt machen. Du. Hallo. Gut, du hast bestimmt... Oh, Alter, geht doch, danke. Ja, einmal MP-Munition auffüllen. Ihr seht, ich habe eine Menge Kohle. Und Beute verkaufen. Ja, 820. Ja, dafür konnte ich dann doch definitiv Muni holen. Die hole ich mir immer noch nicht. Ich warte darauf, dass ich genug Silberbarren habe, um mir die darüber zu holen. Oder, weiß ich nicht, vielleicht hole ich die mir auch irgendwann später mal mit Kohle. Der Granatwerfer da drunter, der lächelt mich ja immer an. Oder das Sniper, mal gucken. Ja, was mir irgendwie fehlt, ist die Vergleichsansicht. Das kenne ich so von Call of Duty und so weiter. Dass man sagt, okay, ich habe das Ding voll ausgerüstet. Und wenn ich das jetzt mit der Waffe vergleiche, was ist denn dann? Habe ich dann mehr Bums oder also Genauigkeit, Schaden, Reichweite, Feuerrate oder Handhabung? Und wie sieht das damit aus? Das wäre was, da könntet ihr definitiv noch dran arbeiten, Ubisoft. Also für den Fall, dass ihr mir zuhört. Das fände ich cool, so eine Vergleichsansicht. Vergleiche meine Waffe X mit der Waffe Y. Ja, geile Waffe. Also, das Scharfschützengewehr. Okay, ja, Klamotten. Ich habe deine Lektion fürs Leben. Bist du interessiert? Nö. Gibt's hier oben was? Aussichtspunktmäßig? Genau das Richtige, um den Kopf freizulegen. Oh. Habe ich den gerade ins Wasser geworfen? Macht schon. Na los hier. Oh. Ich sehe einen roten Punkt. Okay, weg ist er. Ja, ich finde, sie haben hat definitiv eine Menge gut gemacht. Hä? Plündern, plündern, plündern. Da könnte ich jetzt gegen eine Uzi tauschen. Oder einen Raketenwerfer. Also das RPG, dafür habe ich dann auch die passende Munition sogar da. Also Streumunition. Und für meinen Bogen hätte ich Brand- und, ich glaube, Sprengpfeile, wenn ich es richtig gesehen habe. Na, da brauche ich nichts mehr. Ja, das kriege ich auch mit der Zeit wieder voll. Und... geiles Zeug. Also wenn man sich das so anguckt, da kann man einiges mit kaputt machen. Aber wir nehmen meine Vektor wieder. Und hier sind wir wieder bei Nikrais Heimat. Oh. Haha. Stirb! Okay. Das ging irgendwie zügig. Köder, Federn, yes. Ist das nicht schön still hier? Keine Gegner? Also zumindest bin ich bis dato ja keinem begegnet. Das kann ich direkt erstmal wieder loswerden. Was mache ich jetzt? Fliegen? Oh, da vorne ist wer. Hallo! Bitte bleiben Sie stehen, laufen Sie nicht weg. Ich bin's, Juppie, ich tue Ihnen nichts. Ich habe zwar eine Waffe in der Hand, aber ich mache nichts. Gott, hast du gesehen, was Sie in der Lodge mit diesen armen Wölfen anstellen? Ich ja, bevor sie mich verjagt haben. Du musst hin und sie endlich aufhalten, bevor sie noch mehr Judges auf die Welt loslassen. Judges? Sind das nicht diese mutierten Viecher? Okay. Befreie den Sektenaußenposten. Wo ist denn das Ding? Ja. Ist auch egal. So, Sonderzustellung. Kühe schubsen. Prärieausternernte. Ich glaube, das mache ich doch demnächst mal. Ja, das ist eine Idee. Stimmt, das war das Ding mit den Bullen, die man dann grillen muss und beim Sex stören. Ich habe Sex gesagt.
Ja, wir haben hier einige Missionen noch zu erledigen. Ich weiß, es ist heute unglaublich spannend. Ihr könnt euch bestimmt kaum zügeln. Hä? Oh, cool. Da fliegt irgendwer. Ich habe keine Ahnung, wer es ist. Aber er fliegt. Da haben wir die Rakete, die Bomben, die man fallen lassen kann. Ja, dann machen wir doch mal ein bisschen durch die Gegend. Ah, keiner da? Ja, ich habe keine Begleitung dabei. Ich bin sehr, sehr waghalsig. Und? Oh, nein, nein, nein! Puh. Glück gehabt. Na komm, stirb, Vogel. Ist ja irgendwie witzig hier. Aber ich muss unbedingt mal wieder irgendwie was machen. Ach komm, erstmal hierher. Oh ja, der saß. Hallo? Was? Was passiert da? Ach. Wo verdammt ist Nick? Ich weiß es nicht. Gott. Nick! Was ist denn hier los, Kim? Wo warst du denn, verdammt? Gib mir deine Hand. Unsere Tochter will jetzt auf die Welt. Nein, 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 nein. Nick Junior ist erst nächste Woche fällig. Au, au, Kim, Kim, du tust mir weh, du brichst mir die Hand ab. Wir steigen jetzt in den Wagen. Komm schon, komm schon. Au, ah, du bist so stark. Okay, 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 okay. Deputy, du fährst. Ja, ist okay. Hallo. Oh Gott. Ich fahre? Okay. Okay, cool. Ich darf jetzt hier okay, Geburtshelfer spielen. Da vorne links. Okay. Na los. Ah ja, die richtige Mucke. Nick? Dir kann nichts passieren. Der Deputy weiß, wie man fährt. Ich krieg die Musik nicht aus. Ich habe Atemtechniken zur Stressvermeidung beigebracht. Au, au, meine Hand. Was ist das denn? Was, was ist was? Schweine! Pass auf die Schweine auf! Halt dich hin! Ui. Krass. Okay, ich habe eine Minute Zeit, um ans Ziel zu kommen, augenscheinlich. Ja, ist okay. Ach nö. Du musst es richtig machen. Sag mal. Das habe ich schon mal bei dir gesehen. Weißt du noch, wie ich total besoffen nach Hause gekommen bin? Aha. Deiner Mutter zerdeppert und dann das ganze Bad vollgekotzt habe, bevor ich im Flur umgekippt bin? Als ich am nächsten Morgen aufgewacht bin? Weißt du noch, wie du da geatmet hast? Hast du das vergessen? Ja, daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Oh Mann. Was auch immer er mir damit sagen wollte. Ja, komm. Wir schaffen das. Ja, ist okay. Mach ich doch. Bin doch schon fast da. Was geht hier ab? Sorry. Weswegen brüllt sie jetzt so? Die Wehe? Oh, sag mal, wer legt denn hier den ganzen Schmonzes in die Scheißgegend? Moin, ich kann gerade nicht. Sind wir jetzt da? Nein, okay, immer noch nicht. Das Miller-Haus. Hallo Familie Miller. An der Brücke links, danach einfach immer geradeaus. Hier? Okay. Was ist das? Oh. Das ist ein Flugzeug, Kim. Krass. Warum brennt das hier?
Also... Das Bleifuß-Deputy! Irgendwie ist hier gerade Horror, oder? Oh. Ah, da noch dran vorbei. Geht's dir gut? Mir geht's nicht gut. Nichts hiervon ist gut. Also schön, Partner, es ist gleich davon. Ich kenne Abkürzung durch den Wald. Okay. Halte dich erst rechts, dann links. Bleib auf der Hauptstraße. Nimm die Abkürzung. Nein, ich fahr geradeaus, oder? Abkürzung. Oh, entscheid dich. Oh. Ja, komm, ich fahr geradeaus. Okay, durch die Bäume da. Pass auf. Ah. Scheiße, die Tiere habe ich vergessen. Das ist nicht sicher. Ach, keine Sorge, dieser Truck wird mit allem fertig. Ja, ich bin ja auch ausgewichen. Yes! Oh, wir sind... neuer Ladebildschirm. Ja, sehr passend beim Krankenhaus. Oder bei der Klinik. Hey. Möchtest du deine Patentochter sehen? Oh, süß. Sie ist wunderschön. Tja, sieht aus, als müsste ich den Namen meines Geschäfts doch noch ändern, hm? Wahrscheinlich hörst du es nicht oft genug, aber danke für alles, was du getan hast. Wenn du irgendwas brauchst, wir sind für dich da. Ja, danke. Komm, jetzt ab nach Hause. Ja. Oh, das war doch schön. Ich war quasi Geburtshelfer bei, ja, meiner Patentochter. Ja, ich habe eigentlich nur einen Patensohn, Patenkind männlicherseits. Naja, okay, Sonderzustellung ist abgeschlossen. Die Mission habe ich nicht kommen sehen. Aber es gab doch mal ein bisschen... witzige Sachen. So, zip, haben wir hier eine Krankenakte, dann... Oh, Kimiko Rai. Ist auch ein süßer Name. Hier, Kimiko Rai, 72 Kilogramm. Ach so, ah, das ist Kimi. Und da haben wir Mary May Fairgrave. Ja, hier sind einige Krankenakten und da ist ein Erste-Hilfe-Set, aber davon habe ich genug. Ja, was haben wir hier? Einmal Schnaps. Jo. Und damit sind wir hier auch schon wieder raus. Ja, Mensch. Ich glaube, spannender kann es heute kaum werden. Hier haben wir das Jagdgebiet des Pumas. Sehr spannend. Aber ich glaube, wie gesagt, spannender kann es heute nicht werden. Von daher verabschiede ich mich einfach für heute. Ich hoffe, dass euch die Folge hintenrum noch richtig Spaß gemacht hat. Und dann wünsche ich euch einfach einen wunderschönen Tag. Denkt dran, bis Freitag läuft das Gewinnspiel noch. Und ja, macht's gut. Bis bald. Ciao, euer Juppie.